Der Soldat, der vor uns läuft, gehört zur 61. Brigade. Wir sind an der ukrainischen Ostfront, nahe der russischen Grenze. Der Gang übers freie Feld ist gefährlich. Wie gefährlich, wird sich gleich zeigen. Ein Labyrinth aus vereisten Schützengräben und fest verbauten Abwehrstellungen. In Sichtweite des Gegners. Das ist unsere vorderste Position. Von hier aus sind es nur 800 Meter bis zum Feind. Dort hinten gibt es einen Wald. Von dort aus starten die Russen ihre Drohnen. Damit beobachten sie unsere Stellungen. Wir passen auf, dass sie nicht in unsere Richtung kommen und kontrollieren ihre Wege bis zu ihren Hauptpositionen. Niemand ahnt, dass wir bereits im Visier der Russen sind. Plötzlich ein Mörserabschuss. Los, rein da, rein da! Es ist okay. Kein Problem. Das ist Krieg. Wenn Sie jetzt gerade nicht schießen, sollten wir in eine sicherere Position wechseln. Alles klar? Weil die feindlichen Drohnen die Bewegungen im Schützengraben beobachten können, geht es im Laufschritt zum nächsten Bunker. Noch einmal feuert die russische Artillerie auf uns. Ausgespäht und angegriffen. Die Ukrainer kennen das. Auch sie haben Drohnen in der Luft. Auf dem Monitor suchen sie jetzt nach der Abschussposition des russischen Mörsers. Ich glaube, dass sie uns beschossen haben, weil sie euer Auto gesehen haben. Drohnen spielen in diesem Krieg mittlerweile eine entscheidende Rolle. Es gibt alle möglichen Arten von Drohnen. FPV-Drohnen, Kamikaze-Drohnen, Shahed-Drohnen und alle anderen Drohnen. Ich will damit sagen, das ist jetzt ein Drohnenkrieg. Ein Spezialgerät sollte eigentlich alle Drohnen am Himmel aufspüren, doch eben hat es versagt. Schauen Sie, wir haben ein Gerät, das feststellt, ob sich feindliche Drohnen in unserem Verantwortungsbereich befinden. Das heißt, in dem Moment, wenn es Flugbewegungen gibt, würden wir sie sehen. Noch nie wurden so viele Drohnen eingesetzt wie auf dem Schlachtfeld der Ukraine. Das Ergebnis sieht aus wie eine Mischung aus Erster und Dritter Weltkrieg, mit furchtbaren Bildern und unzähligen Opfern. Zu Beginn waren die ferngesteuerten Angriffsdrohnen der Ukrainer im Vorteil, doch die Russen holen auf. Wir verlassen die Front bei Kamjanka, fahren Richtung Charkiw, in die zweitgrößte Stadt des Landes. Putin will die Metropole erobern, die Ukrainer wollen das verhindern und rüsten auf. Wir sehen Hubschrauber im Tiefflug, unsichtbar für die russische Flugabwehr und jede Menge Panzer, die verlegt werden. In Charkiw treffen wir den 16-jährigen Schüler Radomir. Er bastelt Kamikaze-Drohnen in Heimarbeit. Mit dem Output der Russen kann er nicht mithalten. Russland hat inzwischen viel mehr Drohnen als wir, weil der Staat die Mittel für die Produktion aufbringt. Er unterstützt freiwillige und industrielle Drohnenhersteller und kauft ihnen ihre Produkte offiziell ab. Der russische Staat führt richtige Ausschreibungen durch und ermutigt die Entwickler. Die Einzelteile bezieht Radomir über Großhändler aus China, finanziert durch Spender oder ausländische Geldgeber. Das Militär schickt dem Jungen Videos nach erfolgreichen Einsätzen seiner tödlichen Flieger. Die erste Drohne wird eine Explosion mit Schrapnellmunition in der Luft auslösen. Und die zweite Drohne trifft gleich mitten in die Öffnung eines gegnerischen Unterstandes. Damit ersetzen die Drohnen immer öfter die klassische Artillerie. Dass seine Fluggeräte Menschen töten, stört Radomir nicht. Im Gegenteil. Die Russen haben auch kein Mitleid mit uns und auch keine Skrupel, uns zu vernichten. Warum sollten wir also Mitleid mit ihnen haben? Mit unserem Feind, unserem Gegner. Ich bin froh, dass ich das Leben unserer Soldaten und unseres Volkes retten kann. Und weil der Kreml nicht aufhört, Menschen an die Front zu schicken, sind die Kampfgebiete übersät mit Leichen. Die meisten bleiben einfach liegen. Russland macht sich kaum die Mühe, sie zu bergen. Das übernehmen andere in diesem Krieg.
In der Nähe von Slowjansk treffen wir eine Freiwilligenorganisation. Die Helfer suchen nach toten Soldaten, um sie ordentlich zu beerdigen. In einem Kühltransporter liegen bereits 20 Leichen, die vor Tagen an der Front geborgen wurden. Jetzt geht es den Freiwilligen darum, herauszufinden, wer diese Männer waren. Im Moment untersuchen wir die Leichen von Soldaten, die in der Nähe der Dörfer Klischivka, Andriivka und Kurdjomivka gefunden wurden. Hier liegt die Leiche eines russischen Soldaten. Er trägt russische Tarnkleidung, die sogenannte Froschuniform. Wir hoffen jetzt, dass wir irgendwelche persönlichen Erkennungszeichen oder Dokumente finden, um die Identität der Person zu klären. Etwa 1600 Leichen haben die Helfer seit Beginn des Krieges geborgen. Sie arbeiten aus Überzeugung. Denn im Tod, so ihre Auffassung, sind alle gleich. Wir bringen alle Leute nach Hause, egal ob Russen oder Ukrainer. Wie schwer ist das? Es ist nicht einfach. Aber irgendjemand muss es ja machen. Putin hat Soldaten in sogenannten Menschenwellen losgeschickt. Viele Tote lagen danach Monate auf dem Schlachtfeld. Doch es gibt auch ukrainische Opfer. Ah, hier liegt tatsächlich einer von uns. Arbeiten können die Männer nur in Gegenden, die von der ukrainischen Armee befreit wurden. Aber auch dort werden sie von Russen beschossen. Das Ziel des heutigen Einsatzes ist es, den Zustand der geborgenen Leichen zu dokumentieren. Außerdem müssen ihre letzten Habseligkeiten registriert werden. Dieser Tote hat eindeutig Verletzungen am Oberkörper. Das hier ist ein orthodoxer Psalter. Darauf werden die Gebete geschrieben. Fast alle russischen Soldaten, die wir auf den Schlachtfeldern finden, haben diese orthodoxen Bänder bei sich. Dieser Tote trägt eine Plakette um den Hals. Das ist das persönliche Erkennungszeichen eines Soldaten der Russischen Föderation. Mithilfe der Erkennungsnummer auf der Plakette können die Männer feststellen, welcher Einheit der getötete Soldat zu Lebzeiten angehörte. Die Zigaretten sind auch russisch. Man kann hier die Steuermarke der Russischen Föderation erkennen. Ist die Identität geklärt, werden die Toten für den Austausch mit Russland vorbereitet. 120.000 Russen sollen bislang schon gefallen sein. Es ist sehr schwer für mich, weil ich weiß, dass dies ein Mensch war. Alle seine Hoffnungen wurden an einem Tag durch die Dummheit einer einzigen Person zerstört. Einer Person, die sie hier geschickt hat, um ein anderes Volk zu töten. Das ist so sinnlos. Eine Tragödie für die ganze Menschheit. Fahrt nach Kharkiv. Schon zu Kriegsbeginn wurde die Stadt massiv angegriffen. Trotzdem gelingt es den Russen nicht, sie zu erobern. Jetzt versuchen sie es wieder. Aus der Luft mit Raketen. Kharkiv liegt nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wenn aus dem nahen Belgorod gefeuert wird, dauert es keine 50 Sekunden bis zum Einschlag. Am 23. Januar trifft eine S-300-Rakete den Wohnblock in der Akademikerstraße, sprengt einen Teil des Hauses weg. Anders als im letzten Winter feuert Russland jetzt gezielt auf Wohngebiete, auf Zivilisten. Aus den Trümmern des Hauses bergen die Bewohner die Überreste ihrer Existenz. Viel ist ihnen nicht geblieben. Und auf einmal flog alles weg und es krachte. Wir waren überrascht, dass die Rakete uns nicht getroffen hat. Als wenn wir einen Schutzengel hatten. Es gibt also doch einen Gott. Es ist 7 Uhr morgens, als die Rakete einschlägt. Es gibt keinen Luftalarm. 10 Menschen sterben, 70 werden verletzt. Unter den Toten ist auch ein 8-jähriges Mädchen. Die Menschen waren dem Angriff schutzlos ausgeliefert. Einen Bunker sucht man hier vergebens. Also theoretisch ist der Keller unser Schutzraum.
Aber erstens ist er völlig unzureichend ausgestattet. Und zweitens ist die Decke dort nur 1,5 Meter hoch. Sehen Sie, das war unser Schutzraum. Nach 2 Jahren Überlebenskampf ohne Aussicht auf einen Sieg sind viele Ukrainer verzweifelt. Genau wie es der russische Kriegsherr geplant hat. Ich möchte einfach, dass es aufhört. Heute. Dass es jetzt endet. Wenn wir das nur selbst entscheiden könnten, aber leider können wir das nicht. Ich wünsche mir, dass dieser Albtraum zu Ende geht. Wir sind es leid. Doch der Angreifer verfügt über scheinbar endlose Reserven an Menschen und Material. Hier werden bei einem russischen Vorstoß alle Panzer zerstört. Insgesamt soll der Kreml schon 3.000 verloren haben. Aber jeden Monat, so heißt es, schafft Russland 90 weitere Panzer an die Front. Trotz dieser Übermacht verändert sich der Frontverlauf seit Monaten kaum. Die Gegend bei Liman wurde zunächst eingenommen, später von der Ukraine zurückerobert und jetzt greifen die Russen wieder an. Bislang erfolglos. Das Gebiet wird von der 21. Brigade verteidigt, und zwar auch mit deutschem Kriegsgerät. Auf einem Bereitstellungsplatz steht ein Leopard 2 zum Transport bereit. Eine Panzermine hat das Fahrwerk beschädigt. Jetzt muss er repariert werden. Ein weiterer Leopard steht versteckt zwischen Kiefern. Er ist noch intakt und einsatzbereit. Dieser deutsche Panzer kann Minenexplosionen sehr gut standhalten. Die Minen zerstören zwar die Kette und die Räder, aber die Mannschaft im Fahrzeug bleibt unversehrt. Er ist sehr solide gebaut, richtig gut gemacht. Die Besatzungen schätzen das Ungetüm Made in Germany, weil die Überlebenschance darin höher ist als in den ukrainischen Panzern aus Sowjetzeiten. Das hier war eine Angriffsdrohne. Sie ist von oben gekommen und hat aber nur das Äußere getroffen. Die innere Panzerung ist unbeschädigt geblieben. Lange musste die Ukraine bitten, um vom Westen mit modernen Kampfpanzern beliefert zu werden. Der Leopard 2 ist den eigenen Modellen deutlich überlegen. Für die Instandsetzung müssen die Panzer allerdings nach Litauen in eine Spezialwerkstatt, mehr als 1000 Kilometer entfernt. Wir bräuchten die richtige Ausrüstung, um die Maschinen hier reparieren zu können. Wir haben viele Fragen zu den Reparaturen. Und uns fehlen einfach auch die entsprechenden Werkzeuge. Wir können nur kleinere Schäden beheben. Bei größeren müssen sie zur Reparatur ins Ausland geschickt werden. Die Einheit verfügt über 18 Leopard 2 Panzer aus Deutschland und 3 aus Schweden. Nur 5 davon funktionieren noch. Außerdem fehlt es an Munition. Unsere Bewaffnung reicht nur für 5 bis 7 Minuten Kampf, mehr nicht. Es gibt einfach keine Munition mehr. Vor allem nicht die Art, die wir für unsere gegenwärtigen Einsätze brauchen. Wir haben überhaupt keine hochexplosiven Granaten, die gegen Bodentruppen eingesetzt werden können. Kurz vor Sonnenuntergang setzen sich die Leopard 2 Panzer in Bewegung. Sie kommen inzwischen vor allem bei Dunkelheit zum Einsatz, um der russischen Aufklärung besser entgehen zu können. Auch wenn der Westimport eine Hightech-Waffe ist, zum Game-Changer im Ukraine-Krieg wurde er bislang nicht. Wir treffen Jaroslav, Kampfname Prometei. Seit fast 2 Jahren ist er Soldat. Eine Zeit, in der wir mehrfach über ihn berichtet haben. Am 30. Dezember 2023, einen Tag vor Silvester, gerät er ins Visier eines Scharfschützen. Eine Kugel durchschlägt seinen Ellenbogen. Wir hatten an diesem Tag bemerkt, dass unsere Befestigungsanlagen einige Fehler aufwiesen. Technische Fehler, die wir so schnell wie möglich korrigieren mussten. Doch als wir anfingen, klarte plötzlich das Wetter auf. Und so konnte uns der Heckenschütze sehen und sofort auf uns schießen. Schon kurz nach Kriegsbeginn meldet sich Prometei bei einem Freiwilligenbataillon. Er ist bei der Befreiung der Orte Butscha und Irpin dabei, kämpft anschließend im Donbass bei Bachmut, Rubischne und Lysychansk, wird sogar zum Unteroffizier befördert. Regelmäßig schickt er uns Videos von der Front. Sein Eindruck,
Nach 2 Jahren gehen der Ukraine allmählich die Soldaten aus. Viele der freiwilligen Kämpfer gehen zuerst. Sie halten dem Druck an der Front nicht ewig stand. Entweder sie sterben, werden verwundet oder steigen einfach aus. Dazu kommt, dass das Ausmaß des Krieges immer größer wird. Bei den Russen findet gerade eine umfangreiche Mobilisierung von Soldaten statt. Das müsste bei uns auch passieren. Prometheis Verwundung verheilt allmählich. Die Ärzte konnten seinen Arm retten, obwohl anfangs sogar eine Amputation nicht ausgeschlossen wurde. Das ist das Maximum, wenn ich den Arm beuge. Und das ist das Maximum, wenn ich ihn strecke. In etwa einem Jahr sollten alle Funktionen wiederhergestellt sein. Die Ärzte können mir aber erst in einem Monat sagen, ob überhaupt alles wieder wie früher funktionieren wird. Das heißt, vielleicht wird es zu einem gewissen Prozentsatz nicht wiederhergestellt. Und dennoch, Prometheus ist fest entschlossen, schon bald an die Front zurückzukehren. In Charkiw, dessen Innenstadt bislang weitgehend unzerstört blieb, setzt man gegen den russischen Angreifer auch auf das Mittel der Täuschung. Not macht erfinderisch. Das weiß Oleg Schewtsow, der Chef der Stadtverteidigung, nur zu gut. Statt echter Waffen werden in dieser Werkstatt Attrappen gebastelt. Völlig harmlos, aber sehr effektiv. Dieser Mörser sieht genauso aus wie das ukrainische Original, das wir in unserer Armee verwenden. Der Sinn dieser Attrappe besteht darin, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die Angriffsdrohnen des Feindes anzulocken. Auf diese Weise können wir die Einheiten in den echten Mörserstellungen besser schützen. Das Material für die Fake-Waffe gibt es in jedem Baumarkt. Der Hauptteil des angeblichen 120mm Mörsers ist in Wahrheit nur ein Abwasserrohr. Natürlich ist es von nahem erstmal nicht schwer, dieses Kanalrohr von der Originalwaffe zu unterscheiden. Aber aus der Perspektive einer anfliegenden Drohne sieht das Ganze sehr realistisch aus. Alles, was wir machen können, machen wir auch. Wir schneiden die Teile hier in der Werkstatt maschinell zu, montieren sie zusammen und lackieren anschließend alles mit Militärfarbe. Vor kurzem feierten russische Militärblogger die Zerstörung einer angeblichen Patriot-Luftabwehrstellung. Dafür setzte Russland eine 2 Millionen Euro teure Iskander-Rakete ein. Doch diese traf nach ukrainischen Angaben nur eine Fake-Stellung aus der Attrappenwerkstatt. Sogar das Radar wurde mit einem ausgedienten Flachbildschirm täuschend echt nachgebaut. Und doch treffen russische Raketen Ziele in Charkiw. Zu Jahresbeginn einen Wohnblock in der Kolominska-Straße. Olena Stepanova und ihre Tochter Natalia lagen noch im Bett, als das Geschoss morgens im Hof einschlug. In ihrer Wohnung im 4. Stock des Mietshauses können sie seither nicht mehr leben. Wir waren gerade aufgestanden, es war 9:30. Dann knallte es fürchterlich und wir waren alle mit Glassplittern bedeckt. Hier lag überall Glas rum. Meine Tochter trat hinein, weil sie vor Schreck aufgesprungen war. Aber Gott sei Dank hat sie die Druckwelle vorher nicht abbekommen. Ein Trümmerteil der feindlichen Rakete flog sogar bis in die Wohnung. Die Familie hat es aufbewahrt, ein Souvenir des Schreckens. Das lag hier auf dem Bett. Wir haben es erst mal dorthin gelegt. Mutter und Tochter hatten Glück, dass ihr Haus nicht direkt getroffen wurde. Nach 2 Jahren Tod und Zerstörung sind die Menschen kriegsmüde, sehnen sich nach einem Ende, wie auch immer das aussieht. Naja, vielleicht sollten wir einen Friedensvertrag unterschreiben. Ich weiß es nicht. Natürlich sollten wir unsere Territorien befreien. Aber wenn wir alle Gebiete in den Grenzen von 1991 befreien wollen, wird das lange dauern. Militärermittler untersuchen den Krater, den die Rakete hinterlassen hat, sammeln Beweise, die später in eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof einfließen sollen. Die Funde zeugen schon jetzt von einer neuen Achse des Bösen zwischen dem Putin-Regime und einer Diktatur in Fernost.
Die vorläufigen Ergebnisse der wissenschaftlich-technischen Untersuchung haben bestätigt, dass diese Rakete in Nordkorea hergestellt wurde. Das Wichtigste aber ist der rechtliche Tatbestand, dass Nordkorea Waffen an Russland liefert. Und das, obwohl gegen Nordkorea strenge Sanktionen bestehen. Allein auf die Region Charkiw wurden seit Beginn des Krieges mehr als 40.000 Raketen und andere Geschosse abgefeuert. Wir verlassen die Stadt und folgen einem Pickup. Der unauffällige Wagen ist eine mobile Luftabwehreinheit der Ukrainer. Gegen ballistische Raketen der Russen können die Männer mit ihrem schweren Maschinengewehr nicht viel ausrichten. Gegen tieffliegende Drohnen allerdings schon. Wir werden über Funk informiert, welche Art von Ziel sich nähert und aus welcher Richtung es kommt. Dann wird festgelegt, welche Waffen wir dagegen einsetzen wollen. Wenn das feststeht, fahren wir zu einem geeigneten Abfangpunkt. Fast jede Nacht greift Russland mit iranischen Kamikaze-Drohnen an. Die Ukrainer versuchen, sie abzuschießen. Die kleinen Explosionen am dunklen Himmel zeigen, dass sie etwas getroffen haben. Doch die Mittel der Verteidiger sind begrenzt. Und so müssen sie auch mit erbeutetem Kriegsgerät kämpfen. Was unsere Waffen angeht, so arbeiten wir auch mit der Munition, die wir dem Feind im Zuge der Offensive irgendwann abgenommen haben. Wir arbeiten mit ihren Waffen, ihrer Munition, ihren LKWs. Wir haben eben nur das, was wir haben. Aber wir werden es, so gut es geht, nutzen, um den Feind damit zu besiegen und unser Land zu verteidigen. Zurück an die Front bei Kamjanka. Die Männer der 61. Brigade beobachten hier massive Truppenbewegungen der Russen. Möglicherweise Anzeichen für einen bevorstehenden Großangriff. Der Vorteil der russischen Angreifer liegt vor allem darin, dass sie mehr Leute haben. Sie haben einfach viel mehr Soldaten als wir. Zum anderen verfügen sie auch über viel mehr Waffen und Munition als wir. Das heißt, wenn wir anfangen zu schießen, antworten sie uns, indem sie gut und gerne 30 bis 50 Granaten hintereinander abfeuern. Aus demselben Panzer oder demselben Mörser. Am Wochenende mussten die Verteidiger die seit Monaten umkämpfte Stadt Avdiivka aufgeben. Ein weiterer Sieg für Putins Armee. Die Ukraine ringt ums Überleben. Ohne westliche Hilfe wird sie es kaum schaffen.